Hallo, ich bin Anne. Letzten Donnerstag lief meine Reportage über die Baustelle bzw. Arbeiten als Maurer auf dem Bau zum Thema Handwerk. Und ihr habt fleißig kommentiert, wie immer. Danke dafür, danke fürs Gucken, danke für die Daumen hoch und auch für die Kritik. Und auf Fragen und Kritik gehe ich jetzt mal ein. Zunächst haben wirklich viele von euch geschrieben, dass die Arbeit schlecht bezahlt wird und gleichzeitig erwähnt, dass der Chef sich eine goldene Nase verdienen würde bei solchen Unternehmen meistens. Dazu habe ich nochmal mit Thomas Konetzki telefoniert und der sagte mir Folgendes. Also, dass auf dem Bau nicht so viel gezahlt wird, er würde seinen angestellten Mitarbeitern auch gerne mehr bezahlen. Das liegt aber nicht an ihm selber, sondern daran, dass er die Aufträge nicht mehr so bekommt. Also wenn der Mensch, der sich ein Haus bauen lassen will, am Ende sagt, für 300.000 und nicht mehr und er den Auftrag annimmt oder eben auch annehmen muss, weil ansonsten macht sie Konkurrenz, ist für ihn offensichtlich nicht mehr so wirklich viel Spielraum da. Zumindest ist das seine Erklärung dafür. Und die Kosten in der Industrie, also das Baumaterial, werden immer höher. Also davon geht auch noch mal was ab. Er sagt also letztlich, wenn es um ihn ginge, würde er sehr, sehr gerne mehr Stundenlohn zahlen. Aber er kriegt das halt vom Kunden nicht wieder und kriegt es von der Industrie quasi aus der Tasche gezogen. Dazu auch noch mal die Information, dass er, das hatte ich falsch getextet, nicht 7 Jahre selbstständig arbeitet, sondern schon 15 Jahre. Und es kamen dann auch einige Kommentare, so von wegen, wie kann er sich ein zweites Haus leisten oder wie kann der Chef so viel haben und die Arbeiter so wenig. Konetzki hat mir noch mal erklärt, wie es in den letzten Jahren bei ihm gelaufen ist. Die ersten 10 Jahre... Da lief das Business gar nicht gut. Da war er jeden Monat 2.000 Euro in Dispo. Und erst jetzt in den letzten Jahren hat er sich so ein bisschen hochrappeln können. Also ich glaube, da so schnell Schlüsse zu ziehen darüber, wie der Chef sein Geld verprasst, ist vielleicht nicht die richtige Art und Weise. Dann hat gefragt NewLol74. Wie haben die Menschen das früher gemacht? Also früher gab es ja mehr Handwerk. Haben die alle umgeschult oder was haben die im Alter gemacht? Und wie sah die Bezahlung aus? Die Frage habe ich auch an Konetzki weitergegeben. Der sagte, früher gab es zum einen das Schlechtwettergeld. Das heißt, die Leute wurden durchbezahlt das ganze Jahr. Mussten also nicht im Winter nur 60%, wenn sie nicht gearbeitet haben, runterstufen und haben dadurch weniger Rente gehabt und weniger Gehalt im Jahr, sondern waren quasi durchgezahlt. Dann war generell die Rente höher früher. Und, was er auch sagt, jeder Maurer hatte früher ein eigenes Haus. Das war kein Problem, weil die Arbeitszeiten nicht so stressig waren. Man hat ja für einen Hausbau damals irgendwie 1 Jahr gebraucht. Heute sind es 3 Monate. Dementsprechend ist der Stress für die Bauarbeiter auch viel größer. Früher war es möglich, da nach Feierabend nochmal an seinem eigenen Haus zu bauen. Und früher war es auch ganz klar, dass man ein Haus hat. Da war die Finanzierung klar, dann wurde auch nicht nachgefragt vom Finanzamt. Und das ist natürlich schon ein Fakt, der im Alter total wichtig ist, ne? Wenn man das als sichere Vorsorge hat und keine Miete mehr zahlen muss. Das war sicherlich einfacher. Und, was er auch gesagt hat, früher wurde in Akkordarbeit gearbeitet. Das heißt, das, was berechnet wurde, es wurde nur danach berechnet, was geschafft worden ist, also Quadratmeterpreise bezahlt. Und heute wird halt nach Stundenlohn bezahlt. Und so konnte man sich damals, wenn man richtig fleißig war, konnte man sich richtig gut verdienen, weil man halt viel weggeschafft hat und dementsprechend auch nach seinem Ergebnis bezahlt worden ist. BJMT fragt, ist das jetzt eine Doku aus recyceltem Material, der Rabiat-Doku? Die Kommentare gab es auch noch ein paar Mal. Nein, ist es nicht. Habe ich auch am Anfang gesagt. Ich habe Konetzki durch meine Dreharbeiten für den Rabiat-Film kennengelernt. Habe aber dann noch mal gedacht, das ist doch eigentlich ein spannendes Feld und da würde ich gerne noch mal hin. Und das sieht man auch eigentlich, wenn man die beiden Filme vergleicht, an den Haaren. Auch wenn die kurz sind, die wachsen. Bei Rabiat waren die noch so an der Seite, jetzt sind sie länger. Also wenn ihr da irgendwelche Sorgen und Zweifel habt, dann checkt das mal gegen und dann werdet ihr sehen, dass das in 1,5 Monaten Versatz zueinander gedreht ist. Und das würden wir auch eigentlich nicht machen. Also wir suchen uns unsere Themen schon so aus, dass die schlüssig sind, dass man die rund erzählen kann. Und das kann man mit Ersatzmaterial eigentlich nicht machen.
Warum gibt es auf der Baustelle keine Frauen, fragt Michael Meyer. Sollte eine Frauenquote eingeführt werden? Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Frauen im Maurerberuf arbeiten. Das sind, wenn die Zahlen richtig sind, nicht mal mehr 1%. Zumindest ist es der Beruf mit den wenigsten Frauen von den 30 meisten Berufen in Deutschland. Dass man da eine Frauenquote einführt, ist, glaube ich, ehrlich gesagt relativ Quatsch, weil tatsächlich wenige Frauen diesen Beruf machen wollen. Also eine Frauenquote führt man ja meistens in die Berufe ein, wo auch Frauen das Interesse haben, drin zu arbeiten. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn da wieder die Hälfte der Männer vielleicht stöhnen wird, ich glaube, es ist auch einfach körperlich so anstrengend, dass du als Frau nicht mit der Arbeit mithalten kannst, die ein Mann erledigen kann. Einige von euch haben auch meinen EU-Pulli angemerkt. Zum Beispiel schreibt hier Revolutionär B, bahahaha, der Tussi haben sie einen EU-Pulli übergezogen, in your face. Oder Dämonomium Venator, was soll das mit dem EU-Pulli von der SPD? Könnt ihr nicht mal neutral sein. Also, das ist kein EU-Pulli von der SPD. Das ist ein Pulli, der zum Brexit rauskam und der zu keiner Partei gehört. Ich denke, als Europäerin kann ich auch dazu stehen, dass ich gerne Europäerin bin und dass ich für Europa bin. Das heißt nicht, dass ich für irgendeine Partei bin. Das heißt nicht, dass ich für irgendwelche Großkonzerne bin, was auch vorgeworfen worden ist. Das heißt, dass ich mich nicht als Deutsche oder irgendwas sehe, sondern dass ich mich als Europäerin oder beziehungsweise als Weltenbürgerin sehe. Wenn es einen Pulli dafür gäbe, würde ich auch gerne den anziehen. So, das war es auch schon wieder von mir, von meiner Seite. Vielen Dank fürs Gucken, auch dieses Q&As. Danke für euer Interesse generell an unserem Kanal. Guckt am Donnerstag wieder rein, dann geht's weiter. Tschüss.